Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bei unserem Herzblatt begrüßen. Und zwar, Barbara, du suchst jetzt dein Herzblatt. Natürlich. Unsere drei anderen Herrschaften hier erhalten von mir jetzt jeweils eine Rolle zugeteilt. Und du musst erraten, Barbara, wen die anderen drei darstellen. Dafür musst du dir den Kopfhörer überstülpen. Dass du nicht mehr bei uns bist. Barbara. Ja, okay, passt auf. Rüdiger, du bist ein unentschlossener Selbstmörder kurz vor dem Sprung. Oh. Zweitens, Max, du besitzt in der Mitte und bist ein Fußballer, der nach dem Spiel an der Seitenlinie interviewt wird. Und Mirko, du bist der Dritte im Bunde und bist ein Scheich auf der Suche nach einer Frau für seinen Haare. Ist richtig, ja. Das ist richtig, genau. Also ganz, ganz einfach. Barbara, such dein Herzblatt, mein Engel, aber vor allem sag uns am Ende, wer deine Herzblätter sind. Kandidat Nummer 1, du stellst mich deinen Freunden vor. Wie machst du das? Welche Freunde? Ich hab keine Freunde. Könnte ich meiner Mutter vorstellen, aber das bringt auch nichts mehr. Kandidat Nummer 2. Wir machen unseren ersten Urlaub. Am ersten Tag ist uns schrecklich langweilig. Was schlägst du vor, dass es besser wird? Ja, ich meine, schwere Frage. Also, ich meine, kann mal so kurz noch mal hier Luft holen. Also ich meine, was es besser wird, also man kann natürlich nur versuchen, dass man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen offensiver rangeht, dass man irgendwie vielleicht von der ersten bis zur letzten Minute irgendwie Gas gibt und vielleicht auch mal versucht, hier einen Treffer zu landen. Eine andere Chance sehe ich nicht. Kandidat Nummer 3. Ich habe schreckliche Angst nachts. Wie beschützt du mich? Kandidat Nummer 1. Sex ist bei einem ersten Date bei mir nicht drin. Du versuchst mich trotzdem zu überreden. Wie tust du das? Ich glaube gar nicht. Wieso? Aber das hat eh keinen Sinn. Also, nee, das wäre blöd irgendwie. Dann hätte man, weiß nicht, das wäre für dich irgendwie so, du, das wäre wahrscheinlich dann, also wenn ich dich rumkriegen würde, da wäre irgendwie die Granate für dich und dann zack, wäre ich auch schon gar nicht mehr da. Also, das ist ja auch blöd für dich dann. Ne, von daher, weiß ich nicht. Oder man sagt eben. Sanitäter! Sanitäter! Kandidat Nummer 2. Wie machst du. Wie machst du mir ein Kompliment? Oh! 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 Kandidat Nummer 2, wie machst du mir ein Kompliment? Gib mir deins. Ich brauch's eh nicht mehr. Ja, für dich. Danke. Ein Kompliment. Danke. Kandidat Nummer 3. Es ist mein Geburtstag. Was schenkst du mir? Kamel.
Kandidat Nummer 1, wir gehen in einen Kinofilm. Welches Thema schlägst du vor? Spiel mir das Lied vom Tod. Und du, Kandidat 2. Ole, 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 ole. Und du, Kandidat 3. Also, Kandidat Nummer 1 ist ein lebensmüder. Ja? Ein lebensmüder Mann, der noch bei seinen Eltern wohnt. Kann man sich ruhig stehen lassen. Kandidat Nummer 2 hat seine Freundin längst gefunden, die heißt Verena Kehrt und wohnt in München. Das ist nämlich der Olli Kahn. Und der Kandidat Nummer 3 ist ein Mujahedin, der irgendwie in den falschen Film geraten ist, glaube ich. Nein, nicht ganz. Er ist auf der Suche. Er ist auf der Suche nach einer Frau, die er gegen ein Kamel tauschen kann. Sagen wir so, ja.